Hallo, liebe Zuschauer. Heute geht es um die Reihe der Anastasia-Bücher. Ich habe sie vor einiger Zeit gelesen und diese Bücher sind sehr faszinierend, weil sie einen Lebensstil beschreiben und eine Lebenshaltung, die sich viele Menschen wünschen, in Verbindung mit der Natur, in einer Gemeinschaft, wo jeder auch das abgibt, was er über hat. Und zum Beispiel, wenn Familiengründung ist, dann geben alle, die schon was haben und schon eine Familie haben, dem jungen Paar alles, was sie brauchen, um einen guten Start zu haben. Also das ist, da geht, also mir ist so richtig das Herz aufgegangen, als ich diese Bücher gelesen habe und auch die Erziehung der Kinder und Schulausbildung, so wie wir uns das wünschen, wie wir aufwachsen wollen. Jetzt ist es aber auch so, dass die Anastasia-Bücher davon berichten, dass es eine direkte Verbindung zu Gott möglich ist als Mensch, dass es zumindest mal eine Zeit gegeben hat. Und sie geht auch an einer Stelle auf Jesus Christus ein. Und leider würdigt sie in dieser Stelle Jesus Christus herab. Und das Erlösungswerk von ihm wird von dem Autor da überhaupt nicht drauf eingegangen. Und liebe Zuschauer, es ist einfach so. Egal wie wir das sehen, ob wir Jesus für einen spirituellen Meister halten, ob wir glauben, dass er gar nicht hätte kommen brauchen, oder wie auch immer, die Tatsache ist, dass wir ohne ihn und ohne seinen Tod am Kreuz nicht mehr mit Gott in Verbindung treten können und niemals hätten können. Und auch, ja, es ist einfach eine Tatsache. Und des Weiteren im Verlauf der Bücher wird auch über das israelische Volk gesprochen und da wird Israel auch, ja, eigentlich auch herabgewürdigt. Es werden Lügen verbreitet. Wenn man in der Bibel über Israel und das Volk liest, dann versteht man bestimmte Zusammenhänge, die in diesem Buch einfach falsch dargestellt werden, in einem von den späteren Folgen dann. Und wenn wir Jesus Christus in unserem Leben angenommen haben, dann führt er uns zu der Lebensweise, die für uns richtig ist und die Gott für uns vorgesehen hat. Dann brauchen wir all diese Bücher überhaupt nicht und auch nicht die Aussagen von solchen Autoren. Und darum sind diese Bücher wirklich für die Tonne. In der Bibel findet man alles, was man braucht zum Leben. Da hat Gott uns alles mitgegeben und mehr brauchen wir nicht.